Yo Jungs, und weiter geht's es mit Monster Hunter. Und Jungs, ihr glaubt's nicht. Diese Katze, die miaut mich seit 2 Minuten oder 5 Minuten voll. Seit der letzten Aufnahme habe ich mal kurz was getrunken, was ich weitermachen werde. Entschuldigung, ich hatte echt einen trockenen Kehle. Dies, das und miau, 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 miau. Und ja, jetzt werden wir mal schauen, was die ganzen gelben Pfeile hier bedeuten. Und ja, was willst du denn? Hier, dies, das. Oh, dies, das muss ich mal abgewöhnen. Dies, das, Ananas. Ich mach die Ananas, Ballermann Lens. Nein, Spaß. Schon wieder zurück, bla bla bla. Durch deine Bemühungen. Kadett, ich glaube, da. Material liefern. Okay, ich glaube, wir kriegen. Was ist das denn? Macht der Kurier jetzt irgendwas? Irgendwelche Gildenkarten? Ah, es ergibt ja endlich mal eine Ruhe. Sehr geil. Ah, das sind die Leute, mit denen ich gezockt habe. Okay, komplizierte Sache, Bros. Oh, okay. Ja, wir werden hier einfach mal alle abklappern. Ah, Profi-Jünger. Hör mal, irgendwelche Quests, bevor ich dich einweine, schauen wir. Okay, ich soll irgendeine Quest machen, damit ich irgendwas anderes machen darf. Ist ja interessant. Und weiter geht's. Mehr Leute, mit denen ich hier sprechen kann. Okay, doch nicht. So, der da, der wahrscheinlich irgendeine Dorf-Quest hier mir geben will. Machen wir das mal. Ja, die ist das. Die ist das, Jungs. Ah, Hermit Tower habe ich doch gerade gelesen. Wahrscheinlich sind das 20 Leute, 20 davon killen. Nichts Interessantes, nichts, was man hier im Video macht. Dann, was bist du denn so Schönes? Irgendwas mit Drachen. Oh, okay. Hat mich interessiert. Wie schon gesagt, Smaragd-Konkalala. Nice, das ist... Der Konkalala ist einer meiner Lieblingsmonster. Ist ein lustiger Zeitgenosse, würde ich mal so sagen. So, ja. So, na, ich möchte aber noch ganz in die Ecke, das Maragd-Konkalala, okay. Bla bla bla. Ein Brief. In letzter Zeit haben wir sie ausgiebig um eine neue Spezialität. Sie machen die Kameraden-Teamangriffe, okay. Ich wage es, dass wir Genie. Och nee, immer noch. Noch, seht ihr, Monster, das ist einfach viel zu viel zum Lesen. Dafür habe ich doch keine Zeit. Und hochrangige Quests. Das habt ihr doch gerade auch gesehen, Jungs. Läuft zu zweit. Soll ich da jetzt rein? Ich gehe jetzt einfach mal rein. Rein da. Soll das irgendwie bedeuten, dass da drin jemand mir eine Quest geben soll, oder? Ja, anscheinend. Miau. Hallo, Katze. Ja. 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 Ja, in Ordnung. Okay, 2 Velocidrome ist ja easy. Ich achte eigentlich immer nur darauf, dass... Kann ich hier irgendwas kaufen bei dir? Ach nee, ich kann die... Gute hier beim Singen anschauen. Und ich bin dann meistens der Einzige. Keine Ahnung, wie das jetzt genau geregelt ist. Auf jeden Fall habe ich da kein Interesse dran. Tut mir leid. Ich muss jagen, ich muss Männerarbeiten erledigen und ja, Gesangseinlagen von dir anzuhören. Geht da leider nicht dazu. So, Dragnant, das müsste ich auch mal wieder machen. Hier, Posteingang, paar Samen. Rein in meine Tasche damit. Dann fragen wir doch mal nach neuen Sachen. Was brauche ich hier? Brauche ich überhaupt nichts? Hier auch nichts, hier auch nichts. Wobei, ich bräuchte von der Pokefarm keine Diamantsamen, sondern diese anderen Samen. Machtsamen. Ich habe keine. Ich muss mir die irgendwo besorgen. Ja, bis dahin würde ich sagen, mal easy hier Honig, ne? Mehr Tränke sind immer gut. So, dann machen wir hier auf 10 Runden. Oh, okay. Mal auf 10 Runden hier. Warte mal, ne, Anfragen hier. Ja, Leute, das ist immer so eine Arbeit, die muss halt gemacht werden. Das ist genauso wie die Ablage im Büro. Jetzt komm schon. Boah, Ich muss auf mein DS schauen, nicht auf die Capture-Card. Anfragen, 2 Anfragen, Momkeimerei, dann machen wir hier Honig, dann machen wir hier auf Gravitation. Och, ich muss das alles durchgehen. 10, machen bestätigen, ja. So, weiter geht's. Da, dann machen wir hier mal Götterkäfer, den kann man ja auch gebrauchen. Aber ist der teuer? Nee. Sorry, zu teuer. So, Dankeschön. Weil Geld habe ich eigentlich, da brauche ich mir auch keine Diamantensamen holen. Ich brauche auf jeden Fall Machtsamen. Da bin ich dabei. Da sage ich, okay, brauche ich. Aber nichts mit den anderen. So, es war halt Kongalala. Was sagst du hier so schönes? So. Bitte mit der Quest machen. Tust du die Kids? Nein, den nicht. Schauen wir mal. Hermit Tower. Easy. Blauen Giant Kutku. Wow, hier gibt es einen blauen Giant Kutku. Geil. Spreche ich super richtig aus. Ich schätze mal. Velocidrome. Easy going. Und ansonsten, niedrigrangige Quest. Aha! Ratian und Ratalos. Gibt es irgendwas, was ich noch machen möchte, euch zeigen möchte? Interessiert mich gerade. Zinoge, nein, den möchte ich nicht machen. Ganz ehrlich. T-Rex, kann ich schon gezeigt. Ratalos fangen ist auch nicht gerade mein Lieblingsjob. Ich schau gerade. Nee. Dann machen wir mal die hohen Quests. Und Blaungian Kutku. Erjage 2 Kehrawachas oder gib einen Tatzenpass ab. Kriegt man den Tatzenpass nicht nach 2 Minuten? Willst du mich verarschen? Willst du mir sagen, dass ich für 6000 Senis einen Tatzenpass abgeben muss?
Na, ich möchte es aber jetzt nicht on-screen probieren, das würde nur Zeit verschlingen. Schlingen. Ich würde sagen, den blauen Giant Kutkula. Ja, das macht Konkalala, den habt ihr noch nicht gesehen. Aber wir haben den normalen Konkalala schon gemacht. Der blaue Giant Kutku würde mich ganz ehrlich mehr reizen. Tut mir leid, falls ihr euch was anderes erhofft habt, aber der würde mich echt reizen, den mal zu sehen. Boah, ja, den habt ihr auch noch nicht mal gesehen, oder? Auch interessant. Auf jeden Fall kann ich jetzt hier schauen. Diamant haben, bla bla. Diese schwarze Perle, war das nicht irgendwas Seltenes oder was Unseltenes? Eins von beiden wird schon gewesen sein. Auch Leute, seht, ich habe die ganzen. Hier, Akantor. Akantor. Bei einem Akantor habe ich 2 Stück davon bekommen. Das ist krasser Scheiß, Mann. Hier, 9000. Nee, das ist nicht mal der Akantor-Stein. 20.000. Jungs, ich bin reich. Nein, Spaß. Ja, ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall, Fat Business, Fat Cash am Start, Bitch. Und wie ist das? Wie ist das, Jungs, Mann? Ist gar nicht cool, aber ja, wir müssen Giant Kutku suchen und nein, ich möchte ihn eigentlich gar nicht angreifen. Was mache ich hier? Also, das Ding da. So, ich überlege gerade, ob ich hier irgendwas sammeln muss. Ich überlege, nein, 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 nein. Nur das Blöde ist, ja, wie schon gesagt, Gelegenheitsspieler kennt die Maps nicht auswendig. Also diese hier schon, größtenteils Ahnenstädte und dies, das. Die kenne ich schon auswendig. Mann, ich muss mir dieses dies, das abgewöhnen. Jungs, ihr glaubt's nicht. Oder Mädels. Ich dürfte nicht mal Jungs sagen, weil ich weiß ja nicht, ob wir auch nur Mädels sind. Oh ja. Das hört mir jetzt nicht. Nein, ich höre kein Kreischen. Kein Giant Kutku für mich. Oder da oben vielleicht irgendwo. In den finstersten Gefilden. Nee, dann wäre schon dieses komische Symbol aufgetaucht. Nee, nee. Brauche ich mir keine falschen Hoffnungen mehr machen. Weiter geht's mit mir. Und wir nehmen schon wieder ein bisschen was auf. Ich hoffe, dass wir einen Giant Kutku hier easy kriegen. Ich möchte ein bisschen was Monster und Apparat haben. Und das sieht mir hier nicht positiv aus. Vielleicht da unten, hoffe ich, dies, das. Mann, dies, das, ich muss mir abgewöhnen. Jungs und Mädels, da ist er. Heilige Mutter. Willst du mich verarschen, Junge? Digga, Mann, wir waren Freunde. Waren, Betonung liegt auf... So. Er kommt einfach zurück. Das war jetzt geil. Sorry, für die Aktion muss man ihn feiern. So, das war jetzt schon geil. Er kommt einfach zurück. So, na komm her. So, ich hätte den Giant Kutku mache ich normal meistens mit Hammer, aber ich habe keinen guten Hammer. Und ich habe jetzt leider auch keine Insektenläfe, mit denen ich hochspringen könnte. Da oben kann er mir eh nichts machen. Wo bist du? Willst du mich jetzt verarschen? Vorne kommst du zurück, um mit mir zu kämpfen und jetzt fliegst du einfach weg? Mann. Nee. Mit denen rede ich nicht mehr. Nee, nee, nee. Ich dachte, das wäre was Ernstes zwischen uns, Mann. Jetzt muss ich... Moment, ist er da? Oh, ich gehe den Luftballon anwinken. Den habe ich gerade gesehen. Der Luftballon wird jetzt instant angewinkt. Luftballon? Verlass mich nicht auch noch. Ich dachte, wir werden... Lass mich jetzt nicht... Du lässt mich jetzt nicht im Stich, Mann. So. Ja, ich schätze mal, das wird jetzt... Keine Ahnung, welches Gebiet sein. So. Ich hoffe, es ist einfach in der Nähe. Und meine Waffe leuchtet, seht ihr? Sie tut's für die Kids. Die Waffe tut alles für die... Chill deinen Kitzler, Bro. Hä? Er hat mich nicht getroffen? Bin ich zu klein? Wäre geil. Ist das schon Rage? Das ist ein neuer Angriff. Wie schon gesagt, mit neuen Angriffen kann ich null rechnen. Und man muss jetzt die Waffenstärke sinken. So. Aber er ist easy gerade. Das einfach, eigentlich ist das Nervigste bloß ein komischer Schwanz. Dieser Angriff, das ist eigentlich das Einzige, was der Giant Kutku groß kann. Ansonsten ist er easy. Und wenn ich sage, dass ein Monster easy ist, dann muss es was heißen, weil ich heule sogar bei Zinogre rum und alle meinen, der ist halt übelstes easy Viech. Aber, Jungs, bei den Ding kann man nur ausrasten. Also beim Zinogre, und ich glaube, ich werde jetzt angerufen. Mein Handy blinkt nämlich, oder ist nur mein... Nein, mein... Moment. So, sorry. Wieso blinkt mein Handy jetzt? Achso, ich habe bloß eine Nachricht bekommen. Tut mir leid. Oh. Ja, musste ich jetzt nachschauen. Es ist, ich dachte, es wäre für die Kids, Jungs. Und wenn es für die Kids ist, dann müsst ihr bedenken, es ist für die Kids. Schau mich nicht so an, Mann. Er ist hyperaktiv und ich könnte meine Waffe schärfen, fällt mir gerade ein. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass ich ihn trotzdem sauguten Schaden mache. Ob das überhaupt nötig ist. Er trifft mich halt null. Und ich habe aber auch noch kein einziges Mal gemountet. Das könnte ich auch mal machen. Komm her. Oh Gott. Wow. Chill dein Kitzler, Bro. Chill dein Kitzler. Millimeter. So wie der Penis von ihnen.
Kann ich jetzt hier aufladen? Das Blöde ist, er bleibt halt nie lange an einem Ort. Komm, komm, komm. Ah, leider nicht. Egal. Das, oh, oh, nein, er ist im Rage. Okay, jetzt werde ich verwirrt sein. Soll ich das Spiel kennen? Nein, ich habe sogar Glück. Mann, wie oft macht denn der den Angriff jetzt? Der steht doch, Mann, der geht da übelst ab drauf. Der chillt da gar nicht mehr seine Base. Nein, ich möchte jetzt betzen. Musst du genau jetzt? Genau in das Loch. Ah, dieser Lümmel. Und ihr müsst euch einfach bedenken. Ihr müsst denken, wie langsam ein Monster eigentlich ist, wenn es nicht im Rage ist. Das bemerkst du einfach nur, wie krass der Unterschied eigentlich ist. Wenn du die ganze Zeit gegen ein Monster in Rage kämpfst und dann ist es auf einmal nicht mehr im Rage, da denkst du dir aus, so, lol, ist der 3-Life, Digga? Ist der 3-Life, denkt man sich darunter? Ja. Ja, den Gian Kutku hit sogar ich easy weg gerade, also. Das muss was heißen. Droix hätte den wahrscheinlich schon fertig. Mann, Droix, mein großes Idol. Nee. Also, ich war ja auch mal krass damals im Knast. Oh, der Rhyme, Jungs. Der Rhymes. Ich war mal krass im Knast. Ja, aber jetzt nicht mehr so krass wie damals. Seht ihr? Ich kann's noch. Ich kann das Spiel auch noch. Ich bin doch gar nicht so scheiße. Ist das etwa Hoffnungsschimmer? Ja. So, jetzt komm her. Hallo. So. Und musst du stehen bleiben? Also ich werde echt nicht oft getroffen. Also ihr müsst echt sagen, dafür, dass ich spiele, und wenn ich spiele, heißt es meistens, dass es nicht so gut wird. Und ich sterbe oft. Was ist denn? Ist jetzt da unten? Ja, spiele ich ohne Scheiß. Ich kann mich nicht beklagen, was mein Skill angeht. Jetzt komm doch mal hoch, Alter. Ach nee, er ist runter wegen Digaspeed. Digaspeed, ich rette dich, Bruder. Okay, doch. Bruder! Okay, jetzt komm. Jetzt ist er wieder hochgekommen. Egal. Ich wollte es heldenhaft retten. Nehmt mir jetzt bitte nicht diesen Moment. Bitte. Nehmt mir nicht diesen Moment. Bitte. Na komm. Zack. Dies, das. Haut jetzt wieder ab. Egal, ich wollte. Ist da unten ein Shiny Drop? Würde mich jetzt mal interessieren. Nein, ist nicht. Oh, und ich muss eigentlich noch. Jetzt habe ich ihn wieder nicht gepaintet. Ich bin so geizig, was Farbbälle angeht. Nee, der ist hier noch irgendwo. Er hilft mir nur einmal, so viel ich weiß. Das kann ich ihn jetzt an. Das war, oder ist das jetzt hier geändert? Würde mich interessieren, wenn es hier geändert ist. Ja, nur einmal pro Quest. Schlampe. Ich hatte hier aber irgendwo noch eine Ärztehilfefahrzeug neu. Also so ein grünes Leuchten war hier noch irgendwo. Das würde ich dann doch gerne mitnehmen, weil wahrscheinlich wird es dann der einzige Trank sein, den ich noch brauche. Aber man will ja immer vorgesorgt haben. Das Blöde ist nur, ich sehe es nicht. Und ich möchte jetzt auch nicht meine Zeit damit weiter verschwenden, den hier jetzt zu suchen. Deswegen gehen wir den Gian Kutku suchen, statt dieses Teil. Seht doch aus, Jungs, ihr seht es doch auch so. Und weiter nach oben wird man dich loben. Oh, Mann. Was ist da los hier? Boom. Instant easy one hit Kree. Nein, Spaß. Zack. Zack. Komm her. So, easy. Boom. Okay, doch nicht. Sein neuer Angriff ist ganz lustig, aber. Ja, auch nicht sehr effektiv. Jetzt habe ich gerade mal kurz nichts gesagt. Das muss ja für euch echt eine. Oh, war das Glück. Eigentlich hätte er mich jetzt angegriffen, aber er ist jetzt geflincht. Übrigens, weiß, wenn er kurz vorm Tod ist, tut er seine Ohren so anlegen. Ich hoffe, ich weiß das noch richtig. Und jetzt hat er mich einmal mit seinem Schwanz getroffen. Das klingt so falsch, aber es ist leider so. Fuck, aufpassen auf mein Leben. Meine Güte, war das knapp. Also, vom Leben. Oh, Digga, ich hasse Hex. Im Monster Hunter ist es wirklich schlimm. Im Pokémon kann man es mal verzeihen. Aber im Monster Hunter sind Hex echt AIDS. Die kann man echt mit AIDS gleichstellen und... Heilige Mutter Maria, was hast du für einen Tobsuchtsanfall? Alles wird gut, Bro. Ich sollte ihn echt mal mounten. Ich glaube, wenn ich ihn jetzt mounte, wird er echt auf ein Level sein, wo ich ihn dann echt down kriege. Wieso springt denn der da nicht ab? Danke, Digga Speedman. Oder nee, das war letzte nicht da, danke. War das Mautangriff? Wie habe ich ihn jetzt zurückgeflincht oder was? Jetzt war seine Ausdauer leer oder so. Wobei Hex können Monster auch kriegen. Jetzt wo ich jetzt gerade bedenke, dieses Flinchen oder was das auch immer ist, sind ja an sich auch Hex. Aber bei uns meldet es halt viel krasser. Also bei den menschlichen Spielern hier, wisst ihr was ich meine? Okay, ich habe ihn gemountet. Ist ja easy, den zu mounten.
Schau dich das mal an, die Leiste ist ja voll, bevor ich anfange. Da brauche ich einfach durchgehen, Mann. Ja, da brauche ich nichts. Nicht jetzt, Bildschirm! Mein Bildschirm ist eingeschlafen. Das ist blödes, mal die Capture Card, die ist das. Die ist ja keine Bewegung an sich, wie die Maus. Ach, schade. Ich hoffe, ich kann schön auf den Kopf gehen. Jetzt habe ich ihn einmal anvisiert, aber es war jetzt nicht absichtlich. Weil normalerweise mache ich das ja nicht, also anvisierend. Habe ich ja mal im letzten Part angesprochen, das ist irgendwie, ja. Und jetzt ist er gleich down. Aber er haut natürlich wieder ab. Und da kriege ich auch nicht, aber ich würde gerne interessieren, in welche Richtung er geht. Das hört sich ja wie Star Wars Musik, Jungs, gerade. Wo ist denn der? Ach, da hinten, seht ihr? Ach Gott, jetzt kann ich dahinter latschen. Egal. Also soll der in dieser Schlucht sein, schätze ich jetzt mal. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Und wenn ich irgendwas richtig gesehen habe, muss das was heißen. Schauen wir mal. Nein, nicht hier. Nee, diese Schlucht. Diese Schlucht. Ich glaube, da muss ich da runter und dann hoch. Ich weiß es. Oder ist er da oben jetzt? In diesem komischen Drachennest, wo es immer dieser komische Filter ist. Ich kann es euch ganz ehrlich nicht genau sagen, aber schauen wir einfach mal. Und rauf mit mir, ich brauche Bier. Und das war ein schlechter Rhyme, doch ich bin allzeit, Mann, bereit. So, bist du da? Nein. Nope. Nope. Kennt ihr mal die Boy Choices, Jungs? Das müsst ihr euch mal geben. Ich muss es mir mal anhören, das ist so schlecht und so gut gleichzeitig. Und ja, ich wusste es auch hier, eine Schlucht ist ja. Jedenfalls hört sich das so an. Kommt er jetzt hoch? Ich hasse dieses Ding. Wieso ist es kurz da und wieder weg? Das ist ziemlicher Dreck. Oh Mann, war das schlecht. Jungs, lasst mich. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich bin echt mad about this, dass er hier nicht mehr ist. Du willst also schlafen, Schlampe. Du willst also schlafen, hä? Nichts hier, Schlaf. So, zack, 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 zack. Es geht schön auf die Fresse für dich. So, das ist dafür, dass du immer abhaust. Oh, ist er ja Dauer-Rage oder was ist das? Jean-Cucu ist ja das allererste große Monster nach Geodrome, den man in MFU gemacht hat. Also das ist der allererste Wyvern, so gesehen. Und das sieht man natürlich auch an seiner Skills, sage ich jetzt mal, in seinen... Kampfkraft, Kampfklasse und das war's. GG, mein Freund. Wir haben echt lange gebraucht eigentlich. Ja, 12 Minuten, aber ich bin, wie schon gesagt, der Casual-Spieler, der, wie soll man sagen, der sagt noch tausendmal, der Gelegenheitsspieler, das bin ich. Deswegen brauche ich länger für Monster. Ich muss sie aber auch noch suchen, weil ich zu faul bin, sie zu painten. Beziehungsweise ich vergesse es auch immer. Und Psycho-Serum habe ich auch nicht dabei. Gut, das macht aber, nimmt eigentlich kaum jemand mit. Aber erstmal so im Allgemeinen gesprochen. Ich denke, ich werde jetzt noch irgendwo Honigfarm gehen oder Spitzhacke einsetzen. Irgendwas wird sich hier noch ergeben. Hoffe ich doch. Ups. Schluck auf. Hier ist dann leider nichts mehr wahrscheinlich zum Abfarmen. Da bin ich jetzt vorbeigesprungen. Aber ich könnte hier drauf. Ja. Wobei vorbeigesprungen ist das falsche Wort. Ich hätte es ja auch so nicht erreichen können. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht kann ich noch einmal abbauen. Wäre ganz lustig vielleicht. Aber so wie das mit meiner Ausdauer bestellt ist. Dort, wobei, ich bin schon da. Komm. Einmal. Rätselamulett. Okay, cool. Da haben wir sogar nochmal ein Amulett zum Öffnen. Ist doch eine coole Sache. Objekte zum Bewerten in die Schatzbox gesendet. Okay, habe ich jetzt irgendwas aufgehoben wie... Reizpilze? Irgendwelche Pilze? Keine Ahnung. Gebirgskräuter? Ich weiß es nicht. Ich kann ja mal schauen. Wir sehen es ja gleich. Kutkupanzer, Kreischsack und Höllenbeutel. Dieses Amulett. Götterkäfer, Nektar. Ah, Nektar braucht man immer. Nektar kann ich immer gebrauchen. Ich muss ja mich langsam da rein... ja, reinlesen, wie man das mit den... Oh, das war ein gutes Amulett. Also kein G-Amulett, aber ein gutes Hyrinker-Amulett. Wie das Ganze hier mit diesen Nektar funktioniert und dieser Insektenklefe aufbessern. Und ja, Leute, das war's dann auch wieder mal von diesem Part. Es hat mir gefallen, wieder 20 Minuten. Jetzt sollte ich mal wieder erstmal eine Pause machen und eventuell gibt's mal wieder einen Stream oder ich jag mit euch, dies, das. Ihr müsst mich aber nicht immer fragen. Wie schon gesagt, ich poste auf Twitter meinen Raubcode und dann schimme ich meistens auf den TS rum. Und dann spiele ich mit euch, aber tausendmal nachfragen bringt dann auch nichts. Ja, Leute. Wie schon gesagt, das war's von mir. Wir sehen uns. Haut rein. Bis zum nächsten Part.